Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich mal eine ruhigere Minute, weil meine beiden Lieben sind jetzt gerade draußen. Ich habe gerade noch versucht, sie zu überzeugen, dass das Sozialste jetzt gerade ist, unabhängig vom eigenen Gesundheitszustand. Mit Mundschutz, mit selbstgebasteltem Mundschutz oder Schal oder ähnlichem unterwegs zu sein. Bin gespannt, ob sie es auch machen. Genau, ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns alle, weil wir eben mit Mundschutz identifizieren, jemand ist krank und nicht jemand will andere schützen, was ja eher die Realität momentan ist. Aber das alles nur am Rande. Das ist der Grund, warum ich jetzt überhaupt Zeit habe, ein Video zu machen. Und das ist wieder ein Video, an dem ich schon von Anfang an selber sehr zweifle, weil ich unsicher bin, ob ich das, was an Klarheit in meinem kleinen komischen Kopf drin ist, was ich für Klarheit natürlich nur halte, ob ich das auch sprachlich überhaupt in der Lage bin, rüberzubringen. Ich gebe jetzt aber mein Bestes, das zu schaffen. Und zwar geht es in diesem Video, wie der Titel schon sagt, um politische Handlungsfähigkeit in unterschiedlichen Verfassungen, in unterschiedlichen Gesellschaftszuständen. Und es geht um ein Missverständnis, das sehr weit verbreitet ist, nachdem Demokratie sozusagen Zauder und Zagen bedeutet. Man kann schon vorab sagen, dass das nicht stimmt, könnten wir an der antiken Demokratie sehen, die eine der entscheidungsfreudigsten und eben auch risikobereitesten Gesellschaften war, die wir überhaupt in der menschlichen Geschichte kennen. Also zumal es mir bekannt ist, der ich ein bisschen Ethnologie gemacht habe, der ich ein bisschen politische Theorie und politische Philosophie gemacht habe, der ein bisschen Geschichtsbewusstsein und Kulturbewusstsein hat, aber natürlich auf keiner Ebene irgendwo Experte ist. Also von allem, was ich ja weiß, war diese antike Demokratie in Athen eine der wirklich entscheidungsfreudigsten, risikobereitesten, handlungsfähigsten Gesellschaften auf der politischen Ebene, die überhaupt denkbar sind. Und allein das könnte einen zumindest schon ein bisschen misstrauisch machen, ob an dieser Vorstellung, klischeehaften Vorstellung, dass Demokratie sozusagen Zaudern und Zagen und Entscheidungsblockaden und Entscheidungsunfähigkeit bedeutet, dass da was dran ist. Ich möchte hier so eine Art Drei-Stufen-Modell aufmachen und möchte behaupten, die handlungsunfähigste politische Form ist etwas, das ich jetzt seit einiger Zeit für mich angefangen habe, anomische Aristokratie zu nennen. Anomisch bedeutet von a nomos, also gesetzlos eigentlich, oder ungeordnete Aristokratie. Das ist eine Gesellschaftsform, in der es durchaus auch gewählte Politiker geben mag, aber es ist sozusagen so, dass sie in diesem Spiel hin und her, wer jetzt gerade an der Macht ist, in einer derart unsicheren Position sind, meistens bedroht durch andere Aristokraten, dass sie also alles tun müssen, um Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu vermeiden und also in eine sehr, sehr wackelige Position haben. Und in dieser anomischen Aristokratie ist es so, dass Politiker tatsächlich Politik mehr spielen, als tatsächlich durchzuführen, weil es halt sehr häufig Situationen gibt, wenn es sozusagen diesen politischen Raum nicht wirklich gibt, dass es dann so ist, wie kann man sagen, egal wie du es machst, ist es eben verkehrt. Und dann sitzt du halt immer im Sattel und es unsicher im Sattel, in dem Sinne, dass egal wie du jetzt entscheiden würdest, wenn du jetzt wirklich eine Entscheidung triffst, würde irgendein Bevölkerungsteil so laut aufschreien, dass wahrscheinlich deine Machtposition dadurch gefährdet ist. Und in der Situation ist es oft tatsächlich, wenn man sich jetzt mal empathisch in solche Politikerpositionen, Machtpositionen hineinversetzt und also Empathie mit diesen Menschen hat, ich weiß, es fällt manchmal einem schwer, aber wenn man es doch tut, dann wenn man sich reinversetzt, wie wäre denn das jetzt, wenn ich in dieser Position wäre, dann fällt einem ja auf, dass also hochbedrohlich ist und auch hochgefährlich ist, jetzt Realpolitik zu machen und wirklich Dinge zu entscheiden, weil man wird sich also tierisch, tierisch unbeliebt machen und das ist aber typisch für anomische Aristokratien. Das ist ein typischer Zustand. Etwas handlungsfähiger, aber bei weitem nicht die handlungsfähigste politische Gesellschaft ist das, was wir manchmal nennen wir das im moderne Totalitarismus oder Tyrannei oder Diktatur. Ich rede mittlerweile für mich mehr von autoritärem Paternalismus. Das ist wieder eine Position, die eigentlich sehr aristokratisch ist und eine Verfassung, die sehr aristokratisch ist. Dort ist es so, wir haben einige wenige, die tatsächlich stellvertretend für alle entscheiden, eben paternalistisch. Ne? Also wir wissen, wir wenige wissen oder haben zu wissen, was für alle gut ist. Und dort wird das halt gestützt durch eben solche Momente wie Propaganda, intensive Propaganda oder eben auch durch so eine latente, mehr oder weniger latente Bedrohung nach der Devise, wenn ihr das, was wir entschieden haben für euch und wo wir es doch so gut meinen, nicht gut findet, dann könnte es sein, dass ihr euch im Gefängnis wiederfindet oder Schlimmeres. Oder dass wir euch auch von Ressourcen aussperren. Also keine Ahnung, ihr dürft dann nicht studieren oder ihr dürft nicht in sozusagen private Machtpositionen in der Gesellschaft, ihr dürft zum Beispiel keine erfolgreichen Unternehmer sein. Das ist typisch für autoritäre Paternalismus. Systeme. Jetzt könnte man meinen, das sei die handlungsfähigste Form der Gesellschaft, aber das ist es tatsächlich nicht. Also wenn man ein bisschen weiter denkt, dann wird einem ja Folgendes klar.
Wir kennen das eben auch aus kleineren sozialen Systemen, wenn die eben autoritär geführt werden, dass der Bottom-up-Informationsfluss zum Erliegen kommt. Also die Leute werden eben sehr vorsichtig, aus gutem Grund. Man will es sich eben mit diesen sehr mächtigen Menschen dann nicht verscherzen. Und man teilt also vieles Wissen und auch vieles auch Befindlichkeiten, die man hat, nicht mehr mit denen, weil man hat ja Angst. Ja, man hat ja Angst, im Gefängnis zu landen, man hat Angst, Probleme zu kriegen und oft auch gar nicht für sich selber vielleicht, sondern auch für die eigenen Freunde, für die eigenen geliebten Menschen, für die eigene Verwandtschaft. Das möchte man nicht, also wird man sehr, sehr vorsichtig. Das bedeutet aber für diese Menschen in diesen Machtpositionen, in autoritären, paternalistischen Systemen, dass sie nicht mitkriegen, wie es in der Bevölkerung wirklich aussieht. Das kriegen sie auch mit aller Überwachung nicht hin, das kriegen sie auch mit Meinungsbefragungen nicht hin, weil wir Menschen, man könnte sagen, das lügende Tier sind. Also wir können uns verbergen, was wir wirklich denken. Und es ist eben so, dass auch bei aller Propaganda und Behumsung man nicht aus zufriedenen Menschen, aus unzufriedenen Menschen zufriedene Menschen machen kann. Also man kann ein Stück weit uns alle verrückt machen durch Propaganda, aber es gibt da einfach sozusagen wirklich anthropologische Grenzen. Die haben also sehr viel mit Psychologie zu tun. Wie funktioniert die menschliche Psyche? Die haben was wirklich mit Biologie zu tun. Da gibt es Gott sei Dank Grenzen und die machen diese Systeme über kurz oder lang relativ instabil. Wir sehen auch das wieder in der Antike sehr genau, weil das sozusagen wie so ein, man könnte sagen, wie so ein verdichtetes Experimentalfeld war für alle diese Formen. Also in der antiken griechischen Situation war es so, dass sich diese tyrannischen Ordnungen, man hat eben damals von Tyrannis gesprochen, es ist aber von der Sache her nichts anderes, extrem instabil waren und sich nicht stabilisieren konnten. Also da sind wir in der Moderne mit dieser Form, mit diesem autoritären Paternalismus deutlich weitergekommen. Also die Systeme sind relativ stabiler zur Antike, aber sie sind nicht so stabil, dass sie sich auf Dauer halten können. Und das bedeutet, auch dann, wenn wir einen autoritären Paternalismus haben, also wenn wir in dieser Verfassung leben, müssen gewählte Politiker sehr vorsichtig sein, welche Entscheidungen sie treffen, weil sie eben permanent bedroht sind von Machtverlust. Also kurz gesagt sind in beiden Systemen, sowohl in anomischer Aristokratie als auch im autoritären Paternalismus, haben wir Politiker, die letztlich in Angst leben, nämlich in Angst vor Machtverlust und was ihnen dann droht, wenn dieser Machtverlust eintritt. Das hatten wir jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht ganz selten. Ich weiß nicht, wer sich noch an Ceausescu erinnern kann. Ich weiß nicht, wer sich noch an Saddam Hussein erinnern kann. Ich weiß nicht, wer sich noch an Hosni Mubarak erinnern kann. Aber ich glaube, dass Menschen, die in solchen Systemen leben und die Macht haben, sehr genau wissen, was ihnen droht. Und wir haben auch noch weitere Beispiele eben aus dem 20. Jahrhundert, was da alles passieren kann, auch innerhalb solcher Ordnungen, wenn es sozusagen zu internen Umstürzen kommt. Ja, also wo dann der eine Teil der Partei, die andere Teil der Partei, also letztlich abmurkst, ja. Oder zumindest also wirklich auf grausamste Weise behandelt. Also das ist natürlich eine Sache, die wissen Menschen in solchen Positionen und sie leben also in Angst. Das ist keine souveräne Position, das ist eine ängstliche Position. Jetzt kommt praktisch sozusagen meine Pointe. Meine Pointe ist, die handlungsfähigste Form von menschlichen Verfassungen ist tatsächlich die Demokratie. Aber warum? Auch in der Demokratie gibt es diese hervorgehobenen Positionen, also gibt es sowas in der Exekutive, gibt es dann gewählte oder in anderer Form in die Macht gekommenen Menschen, die also stellvertretend für uns handeln sollen und eben letztlich den Staatsapparat laufen. Aber in einer Demokratie sind diese Leute ganz anders angekoppelt an den Bürgerwillen. Und zwar eben an den gemeinsamen Willen der Bürger, der in Demokratien wirklich überhaupt erst erhoben wird. Und Politikern die Sicherheit gibt, dass sie einvernehmlich mit der Bevölkerung handeln und also nicht Angst haben müssen, auch nichts unterdrücken müssen, dass ihnen Schlimmes geschieht, weil sie ja stellvertretend für die anderen wissen müssten, was richtig ist, weil das in einer Demokratie die Bürger untereinander ausmachen. Also sozusagen der Prozess der politischen Willensbildung findet dort tatsächlich in der Masse statt. Oder genauer gesagt in der Bürgerschaft, die was ganz anderes ist als die Masse. Dort in der Bürgerschaft kommen die Menschen eben nicht als Masse, zum Beispiel nicht wie auf einer Demo zusammen, sondern als Einzelne, als Menschen mit einem Gesicht, als Menschen mit einer Stimme, als Menschen, die sozusagen sowohl in einer aktiv-passiven Rolle sind, in dieser bürgerlichen Rolle. Also mir gefällt da sehr, was der Hartmut Rosa sagt mit diesem Medio-passiv oder Medio-aktiv. Man ist also keine reine Aktio, man ist aber auch keine reine Passio, man ist nicht rein aktiv, man ist nicht rein passiv. Man wird sowohl geprägt, als auch man prägt die anderen. Das sind aber ganz spezifische demokratische Prozesse, wie wir sie eben in der antiken Demokratie erkennen können, die wir in unserer heutigen Gesellschaft in der Form noch kaum haben oder in ganz vorsichtigen Schmalspurvarianten gibt es die bereits, aber nicht sozusagen als Basis des politischen Systems. In einem solchen System, das ein wirklich demokratisches System ist und was eben wahrscheinlich dann beruht auf Losverfahren und gelosten Bürgerräten, haben wir ein Verhältnis,
wo Politiker die Sicherheit haben, dass sie sozusagen keine Angst haben müssen in ihrer Amtsausführung und deswegen eben auch keine Propaganda machen müssen und auch niemanden unterdrücken müssen und trotzdem handeln können, weil in diesem System klar ist, was die Bürger gemeinsam wollen. Nicht diese Bürger oder jene Bürger. Da ist es eigentlich immer so, da müsste man sagen, das ist eigentlich nicht die Bürgerschaft, das sind wir als Privatpersonen. Ja, also wir alle haben eine private Meinung, das ist aber nicht unsere politische Meinung. Politische Meinung ist, was wir selber meinen, nachdem wir selber diese Prozesse in gelosten Bürgerräten durchlaufen haben und uns mit unseren Mitbürgern auf Augenhöhe austauschen konnten. Und in der Regel findet dort eine Transformation statt. Die allerwenigsten, die so teilnehmen an solchen gelosten Bürgerräten, meinen, nachdem sie durch den Prozess gegangen sind, noch das Gleiche wie vorher. Obwohl es auch zu Verschiebungen in beiden Richtungen kommt. Also zum Beispiel, ich war vorher eher dagegen gegen irgendwas, jetzt bin ich dafür und jemand anderer, der vorher dafür war, ist jetzt dagegen. Aber das Faktum, dass wir uns sozusagen bewegt haben und dass wir uns bewegt haben aufgrund eines verständnisvollen Austausches miteinander, also der Bürger wohlgemerkt untereinander, findet wirklich ein anderer Aggregatzustand statt. Und wenn dann die Bürger untereinander gemeinsam abstimmen, sind sie meistens friedlich miteinander. Das heißt, selbst wenn die Entscheidung so ausfällt, dass ich sie mir anders gewünscht hätte persönlich, kann ich dann in der Regel, weil ich gemeinsam mit den anderen durch diesen Prozess aktiv durchgegangen bin, kann ich dann damit leben. Das gibt Politikern extrem viel Sicherheit, handeln zu können und eben auch heikle Fragen, sehr schwierige Fragen und manchmal eben tatsächlich tragische Fragen, entscheiden zu können, ohne Angst haben zu müssen, angefeindet zu werden oder aus dem Amt gewählt zu werden oder sogar umgebracht zu werden, weil letztlich ich mich dann wirklich auf die Meinung der Bürgerschaft berufen kann und kann sagen, naja, liebe Bürger, das habt ihr ja entschieden, ja, ich halte mich jetzt an eure Entscheidung, dafür kann ich eigentlich jetzt schlecht, wie soll man sagen, dafür kann man mir jetzt keinen Vorwurf haben. Das heißt, die Last der politischen Verantwortung ist praktisch dann nicht bei den gewählten Politikern, sondern beim Souverän der Bürgerschaft. Wir alle gemeinsam übernehmen dann Verantwortung für unser Gemeinwesen und nicht einzelne Politiker. Die übernehmen vielleicht für die Umsetzung Verantwortung, aber nicht für den Grundwillen, es geht in diese Richtung und wir wollen das so haben und wir wollen das so haben. Und das ist vielleicht in Situationen, wie wir gerade sind, sogar besonders wichtig. Ich halte es jederzeit für wichtig. Aber in Krisensituationen, wo tatsächlich tragische Entscheidungen, und zwar wirklich im technischen Sinne, tragische Entscheidungen getroffen werden müssen, ist das möglicherweise besonders wichtig. Dann funktionieren sowohl autoritäre Ordnungen schlecht, als auch diese anomische Aristokratie funktioniert sehr schlecht, weil dort Politiker immer Fragen und Informationen unter Decke halten müssen und gar nicht offen prozessieren können, weil das für sie selber ganz persönlich, ganz real sehr bedrohlich ist, das zu tun. Das können wir dann auch gar nicht von ihnen erwarten in einer solchen Verfassung. Also weder im autoritären Paternalismus noch in der anomischen Aristokratie kann man von Politikern erwarten, dass sie ganz ehrlich sind, weil das einfach sehr gefährlich für sie ist, wenn sie das wären. Ja, das ist so, ich würde sagen, da muss man auch einfach mit diesen Menschen mal Verständnis haben, wie denn die Welt und die Situation aus ihrer Warte ausschaut, in welcher Situation sie selber sind. In einer Demokratie ist das tatsächlich anders, weil die Bürgerschaft selbst Verantwortung übernimmt für ihre Entscheidungen und gewählte Politiker tatsächlich nur Exekutive sind, nur ausführen, was die Bürger selber erarbeitet haben, was sie wollen. Und das ist aber trotzdem dann natürlich eine sehr wichtige Rolle, diese Umsetzung, werden Politiker deutlich handlungsfähig. Und das wäre auch sozusagen meine Begründung, wo man sonst steht man da echt verständnislos, sich wundernd davor, warum diese athenische Demokratie so wahnsinnig politikfreudig, so wahnsinnig entscheidungsfreudig und auch so wahnsinnig risikobereit war. Risikobereit im Sinne von entscheiden unter Unsicherheit, sonst gibt es keine Risiken. Also es gibt es eine unsichere Situation und statt dass wir den Kopf in den Sand stecken und lieber mal gar nichts machen, ja, also Fluchttendenzen haben, wird entschieden, sehenden Auges, dass wir gerade nicht wissen, was das Richtige ist. Das sehen wir in der antiken Demokratie wieder und wieder und wieder als Symbol. Das ist aber nur ein Symbol. Kann man immer wieder auf diese Entscheidung verweisen, Athen angesichts der Persergefahr auf die Schiffe zu verlegen. Das war also wirklich ein unerhörter Akt, der sich oft mit dem Namen Themistokles verbindet in der athenischen Demokratie. Also sozusagen, es war völlig unerhört. Man hat also als Gemeinschaft, als politisches, was völlig Unerhörtes, Unmögliches gemacht, was man sich auch selber bis vor kurzem nicht vorstellen könnte. Und man kann sich also wirklich, ich glaube, das ist nicht so weit gegriffen, vorstellen, dass alle anderen griechischen Städten drumherum, als sie davon gehört haben, was die Athener da machen, gesagt haben, also jetzt sind sie endgültig durchgeknallt. Das war aber die Basis dafür, dass diese Polis überhaupt überlebt hat. Also hätten sie das nicht gemacht, wären sie ziemlich sicher von den Persern damals überrannt geworden und wären also ein Teil des persischen Königreichs geworden. Das hat ihnen aber dann diese berühmte Schlacht bei Salamis, diese vernichtende Niederlage der Perser in der Schlacht bei Salamis ermöglicht.
und hat dazu geführt, dass Ratin überhaupt in seiner Zeit diese politische Bedeutung bekommen hat und also für eine sehr begrenzte Zeit so eine Art eine Weltmacht war. Also dieses mutige Entscheiden hat dazu geführt, dass das möglich war, und das war eine Demokratie. Schon zu dem Zeitpunkt war es eine Demokratie, das war eine demokratische Entscheidung. Man sieht an diesem Symbol, dass Demokratie vermutlich sehr, sehr anders funktioniert, als wir sie kennen und als wir sie uns vorstellen, und als sie eben auch eine sehr viel handlungsfähigere politische Verfassung ist und eben auch deutlich handlungsfähiger sogar als autoritäre Systeme, autoritäre paternalistische Systeme, weil eben die Individuen, die da am Drücker sind im autoritären Paternalismus, auch letztlich in Furcht und Angst leben müssen, in einer Furcht und Angst, in der Entscheider in Demokratien nicht leben, weil sie eben sich eins wissen mit der Bürgerschaft, weil sie engstens angekoppelt sind an die Bürgerschaft, und das gibt dann den handelnden Exekutivpolitikern sehr, sehr viel mehr Sicherheit, als alle anderen Verfassungen ihnen bieten. Und deswegen halte ich es tatsächlich für einen Irrtum und eine Verkürzung und auch geht letztlich auf unser Missverständnis von Demokratie zurück oder unser sehr verkürztes Demokratieverständnis, das wir bisher in der Moderne entwickelt haben, dass wir glauben, dass Demokratie was mit Zagen und Zaudern zu tun hätte oder mit Entscheidungsunfähigkeit oder mit Handlungsblockaden im Politischen. Das deutet dann immer darauf, für mich darauf hin, dass wir einfach da verfassungsmäßig von unseren Verfahren und Institutionen noch nicht sind, wo wir eben sein könnten. Also, dass wir eigentlich eben um die grundlegenden Verfahren, wie wir in unserem Gemeinwesen Entscheidungen gemeinsam treffen, weiterentwickeln können, aber auch weiterentwickeln müssen, wenn wir nicht in Politikblockaden landen müssen. Also, wenn wir nicht unsere Politiker sozusagen dazu verdammen und dazu zwingen, vieles unter der Decke zu halten, Politik mehr zu spielen, mehr vorzutäuschen, bestimmte Fragen überhaupt erst gar nicht erst anzufassen oder so praktisch die Alternativlosigkeitskarte zu spielen, was ja immer ein sich wegstehlen aus der Verantwortung ist. Also wenn ich sage, besser geht's halt nicht, besser kann man es nicht machen, ich habe alles getan, dann ist das natürlich für einen Verantwortungsträger immer eine Entlastung. Warum hat er aber überhaupt das Bedürfnis, sich zu entlasten? Weil er begründete Furcht haben muss, was passieren würde, wenn er das anders spielen würde. Also wenn ein Politiker sich hinstellt, und wir nehmen jetzt mal die ganz reale Situation, vor der wir momentan stehen. Also, wenn dieses Impfmittel nicht schnell herstellbar sich rausstellen sollte, ich meine, momentan wird an allen Ecken und Enden der Welt Hochdruck gearbeitet, einen Impfstoff für Covid-19 herzustellen. Aber angenommen, es gelingt nicht. Und momentan wissen wir es eben noch nicht, ist Entscheidung unter Unsicherheit, stehen Politiker vor folgenden Alternativen. Muss man sich die Tragik, die Drastik mal klar machen. Politiker müssen momentan für uns entscheiden, ob sie Folgendes tun. Entweder sie lassen das laufen, ja, oder mildern erstmal sanft ab. Dann werden also in Gemeinschaften ab einer bestimmten Millionengröße im hohen sechsstelligen Bereich Menschen sterben. Das mögen Menschen sein, die jetzt nicht eine wahnsinnige große Lebenserwartung vorhatte, aber es wird dort trotzdem eindeutig zurechenbar sein, trotzdem statistisch, wo man sagen kann, diese Menschen sind nicht nur an Covid-19 gestorben, sondern sind daran gestorben, dass wir Covid-19 hatten. Plus unsere Politik hat nicht die Maßnahmen ergriffen, die sie hätte ergreifen können. Ja, Entscheidung. Und deswegen sind jetzt, keine Ahnung, 600.000, 700.000 Menschen gestorben in Deutschland zum Beispiel. Das ist ja die eine Alternative, vor der Politiker momentan stehen. Die andere Alternative ist nicht weniger gefährlich und nicht weniger bedrohlich für Politiker. Das wäre die Entscheidung. Wir halten also alle die Luft an, aber wir halten sie A stark an und B lange an. Das ist ja die reale Entscheidung, vor der wir stehen. Weil jetzt nur kurz den Atem anzuhalten, also diese Kurve nur kurz abzuflachen, bedeutet, dass es nur danach wieder Fahrt aufnimmt. Oder wenn wir es eben schaffen, sehr drastische Maßnahmen zu ergreifen, jetzt, also sehr, sehr weit das gesellschaftliche Leben runterzufahren, dann bedeutet das, dass wir das sehr, sehr lange durchhalten müssen, bis der Effekt entsteht, dass nicht danach, wenn wir damit aufhören, einfach dann sozusagen die Ausbreitung kommt. Ja? Und das bedeutet, nun ja, ich möchte momentan nicht in der Haut von gewählten Politikern stecken, nicht in unserem derzeitigen System, weil das ist also so wirklich tragische Entscheidung. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr erlebt momentan privat, aber ich erlebe tausend kleine Krisen, kleine und große Krisen bei mir selber, bei meiner Partnerin, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, wo man ja merkt, was das, was wir gerade machen, mit uns macht. Ja, also wir alle müssen sich, natürlich kann man es entdramatisieren und kann sagen, wir alle müssen uns jetzt umstellen, wir müssen neue Gewohnheiten, es ist halt eine Krisensituation, man muss sich anpassen. Aber es gibt ja auch eine Ebene, wo jenseits aller Anpassungen man einfach leidet. Ja, also wo man zum Beispiel Bedürfnisse hat, die man nicht mehr befriedigen kann. Also wo man es zwar so und so und so ausprobieren kann, aber einfach in der momentanen Situation geht das nicht. Und dann leiden Menschen. Und so angespannt, wie unsere Gesellschaft, sag ich mal, vor der Krise schon war.
Und wie viele Menschen gerungen haben um ihr kleines psychisches Gleichgewicht, darf man sich nicht wundern, dass einige jetzt große Probleme haben. Es gibt auch den gegenteiligen Kriseneffekt. Es gibt Menschen, die sind sozusagen im Normalzustand der Gesellschaft in der Krise und in der Ausnahmesituation laufen die zu ihrer Höchstform auf oder plötzlich fühlen die sich sogar erleichtert. Auch das gibt es, ganz real. Aber der wahrscheinlich verbreitetere Fall ist der, dass Leute, wenn also praktisch drastische Maßnahmen ergriffen werden müssen, aus Gründen, die Leute ganz massive Probleme mit sich selber kriegen. Mit sich, mit ihren Partnern, ne? Also wie man auch schon liest, die Polizei geht davon aus, dass häusliche Gewalt zunehmen wird. Man kann davon ausgehen, dass bestimmte Formen von Depressionen zunehmen werden. Und das ist jetzt zwar sehr gewagt, aber vermutlich steigt auch die Selbstmordrate höchstwahrscheinlich an. Alles andere würde mich zumindest sehr extrem überraschen. Und naja, das ist die Wahl und das ist eine tragische Wahl, weil hart gesagt entscheiden Politiker gerade darüber, wer stirbt. Ja, oder wer massive oder wie das Leben praktisch geschädigt und gemindert wird auf die eine Art oder andere Art. Das ist die Definition von Tragik, sonst ist es keine Tragik. Tragik bedeutet, du hast keine guten Optionen mehr. Ja? Also entweder machst du das, dann leidest du so oder du machst das und du leidest so. Aber diese praktisch, man nennt das manchmal in der Ökonomik Pareto-Superioren-Lösungen, gibt es gerade nicht mehr. Also untragische Lösungen, wo du sagst, hey, alles super, wir zahlen keinen Preis. Und zwar nicht nur einen kleinen Preis, sondern einen ganz massiven Preis. Das sind die eigentlichen politischen Momente, ja. Und da ist immer die Frage, lassen wir da einige wenige für uns entscheiden, dann sind wir alles möglich, aber wir sind halt keine Demokratie, oder tragen diese Last dieser tragischen Entscheidung alle gemeinsam, wie das zum Beispiel die athenische Demokratie in ihrer Bürgerschaft gemacht hat. Mir ist voll bewusst, dass diese Bürgerschaft nicht die Bevölkerung war, ja, das halte ich für hochproblematisch heute, würde man das so machen. Also wir müssen das natürlich anders machen als diese athenische Demokratie. Wir brauchen eine Gesamtinklusion der Bevölkerung in die Demokratie und nicht nur ein kleiner elitärer Teil von erwachsenen Männern, die Vollbürger sind. Ja, das ist schon klar. Aber trotzdem ist ja die Grundfrage, entscheiden einige wenige oder entscheiden alle Bürger gemeinsam? Und würden wir bereits eine voll entwickelte Demokratie haben, in der alle gemeinsam entscheiden, dann wären unsere Politiker heute deutlich handlungsfähiger, weil sie eben nicht fürchten müssen, Entscheidungen zu treffen, wo nicht klar ist, ob die Bevölkerung das überhaupt will. Also wo man praktisch Entscheidungen trifft, dann hinterher muss man sie der Bevölkerung als gut verkaufen, sonst hat man ein Problem. Ja. Und zwar kein kleines Problem. Weil es gibt also einige von uns so oder so, wie egal wie wir spielen, werden massive Schädigungen erleiden. Massive. Ja. Sowohl psychisch als auch physisch, monetär. Das dann den lieben Politikern nicht übel zu nehmen, ist auch wieder eine menschliche Überforderung. Also momentan sind wir alle gemeinsam überfordert, sowohl wenn du in dieser rein passiven Rolle bist, sozusagen du wirst regiert, als auch wenn du gerade Verantwortung hast und du musst regieren. Beide Seiten sind überfordert und das ist natürlich nicht sonderlich selbstempathisch von der Gesellschaft, ihre Menschen auf beiden Seiten des Regierens und Regiertwerdens systematisch zu überfordern. Die Demokratie wäre eigentlich die Auflösung, die systematische Auflösung dieser Überforderung beider Seiten. Sowohl Bürgern würde es besser gehen, weil sie dann sich selber regieren und nicht mehr das Gefühl haben, ich werde ja hier regiert, wohlmeinend vielleicht, aber trotzdem schlecht, ja. Und wenn ich in einer Machtposition bin, in irgendeinem Amt, in einem gewählten Amt oder sogar Verwaltungsamt oder vielleicht auch in einem wissenschaftlichen Amt, das ist ja auch eine Professur, ist ja ein Amt, das dir die Gesellschaft zur Verfügung stellt, dass du diese Professur haben darfst, ja. Also egal, ob ich jetzt diesseits und jenseits der Macht bin, ob ich gerade formelle per Officium, ja, also durch das Amt Macht habe oder nicht, geht es einem ja gerade schlecht als Mensch. Und die Demokratie möchte das eigentlich nicht. Ne? Also Demokratie bedeutet, dass wir dafür sorgen, dass es uns in unserem Miteinander auch in schwierigsten Lagen, in schwierigen Entscheidungen miteinander gut geht und diese Spaltungen und Anfeindungen in der Gesellschaft nicht gar nicht erst entstehen und wenn sie entstehen, sehr schnell aufgegriffen und von uns gemeinsam weggearbeitet werden. Also sozusagen, es eint die Gesellschaft, es eint die Bürgerschaft, wenn sie wirklich demokratisch ist, wenn eben die Bürger selber als Freie und Gleiche zusammenkommen und frei und gleich bedeutet, ich gehe in einen offenen Prozess rein, in einen nicht vorgeformten Prozess, der mir nicht sagt, was ich denken soll. Und als Gleiche heißt, jeder von uns hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, dort zu sein. Es gibt keine Bevorzugungen, es gibt keine Privilegien. Und, da kann man da so dieses freie Rousseau-Zitat einfügen, dieses Amt ist dann eher eine Pflicht, eine Bürgerpflicht als ein Privileg. Ne? Also es ist diese Formel, in einer Aristokratie ist ein politisches Amt ein Privileg, in einer Demokratie ist ein politisches Amt eine Verpflichtung, ja, eine Last, eine Bürde. Und diese Bürde verteilen wir am besten sehr, sehr, sehr gleich zwischen uns und nicht an manche mehr, an manche weniger, weil damit überfordern wir alle. Wir überfordern sowohl die, die dann gute Entscheidungen für uns treffen müssen, als auch wir überfordern die, die dann von diesen Entscheidungen nur betroffen
sind und das hinnehmen müssen und damit dann zufrieden sein sollen. Das kann einfach nicht funktionieren. Ja? Und wie ich finde, wir merken auch, dass es nicht funktioniert. Das ist eine Alltagserfahrung, dass das kein guter Weg ist, mit sich selber umzugehen als Gesellschaft. Und dass höchstwahrscheinlich Demokratie uns deutlich, deutlich besser tun würde als das, was wir gerade haben. So viel von mir, von meiner merkwürdigen Außenseitermeinung. Ich hoffe, es kommt rüber, dass ich wohlmeinend bin, wirklich allen sogenannten Parteien gegenüber, allen Menschen gegenüber, mit denen ich hier in dieser Gesellschaft gemeinsam zusammenleben darf. Ich will niemandem was Schlechtes, ich möchte nur bessere Verfahren, bessere Institutionen, mit denen es uns allen gemeinsam besser geht. Und das halte ich tatsächlich mit Blick auf die antike Demokratie, mit Blick auf die ganz realen Erfahrungen, auch in der Moderne mit gelosten Bürgerversammlungen, gelosten Bürgerräten, gelosten Bürgergremien, für absolut möglich, realistisch und machbar. Ja, alles andere als eine Utopie, sondern als eine ganz reale, eher fast schon technokratische, technizistische Lösung, ein technisches Verfahren, mit dem es uns dann aber deutlich besser geht als Gesellschaft. Ja, im Sinne von Sozialtechnologie. Einfach ein anderes Vorgehen. Aus meiner Sicht machen wir so oder so Sozialtechnologie. Wir haben nur die Wahl, ob wir diese Sozialtechnologie wählen oder diese Sozialtechnologie. Aber die Entscheidung, die wir momentan getroffen haben, mit welchen Verfahren und Institutionen wir versuchen, uns selbst gerecht zu werden, uns selbst beizukommen, tun wir uns einfach keinen Gefallen. Es geht uns schlecht miteinander. Und das halte ich für absolut unnötig. Das Leben ist schwer genug. Ich sag mal so, das Leben auf diesem Planeten gemeinsam friedlich hinzukriegen, ist schwer genug. Die Natur ist ja nicht nur freundlich mit uns, ja, das sieht man nicht nur an Viren, das sieht man auch an ein paar anderen Dingen. Da heißt es eigentlich, für Menschen zusammenzuhalten. Ja, also sozusagen das Spiel, das Demokratien spielen, ist eigentlich gemeinsam gegen die Natur oder mit der Natur oder wie auch immer, aber nicht gegeneinander. Nicht diese Menschengruppe gegen jede Menschengruppe. Genau dieses Spiel, wir gegen die, versucht, Demokratie systematisch aufzulösen, institutionell, verfahrenstechnisch aufzulösen, uns praktisch nicht aus gutem Willen, sondern ein ganz reales Verfahren zu liefern, in dem es dann praktisch das Ich gegen du, du gegen mich, wir gegen die, die gegen uns weggearbeitet wird und am Ende sozusagen tatsächlich sowas entsteht wie ein wirklich alle einschließendes Gemeinschaftsgefühl, wo alle das Gefühl haben, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich bin wichtig, ich rede mit, ich entscheide mit. Wir sind alle gleich wichtig, wir sind eben diese berühmten Freien und Gleichen, wir sind alle politische Wesen, wir sind alle aktive Politiker, wir sind alle Demokraten und nicht manche von uns mehr und manche weniger, sondern wir haben ein politisches System geschaffen, das uns das also spiegelt, dass wir Freie und Gleiche sind, das uns das erleben lässt. Und auf dieser Basis treffen wir gemeinsam Entscheidungen, tragen wir alle politische Verantwortung und damit entlasten wir ganz massiv unsere armen Exekutivpolitiker, die komplett überfordert sind von dieser Verantwortung. Und das eben nicht erst seit gestern, nicht erst seit Covid-19, nicht erst seit dieser und jener Krise und auch nicht erst seit ein paar Jahren, sondern im Grunde immer schon. Ja, also die Demokratie ist eine Universallösung für große, komplexe menschliche Gesellschaften. Ja, es ist keine zeitgebundene Lösung, ganz offensichtlich nicht, sondern wann immer Menschen in größeren, etwas komplexeren Gesellschaften zusammenleben, brauchen sie Demokratie. Und man kann wirklich sagen, das haben die Griechen, finde ich, gut gesehen, Gesellschaften, die das nicht haben, sind nicht zu beneiden. Ja, und wir sind eine dieser Gesellschaften, die nicht zu beneiden ist, weil sie eben noch keine voll entwickelte Demokratie hat. Ja, wann immer komplexe große Gesellschaften entstehen, die nicht wirklich demokratisch sind, geht es Menschen halt schlecht miteinander. Das ist so. Also ist halt so, ja, ist halt blöd, ne? Aber Gott sei Dank kann man was machen. Man kann Demokratie machen, aber man sollte sie halt etwas klüger aufsetzen, als wir das gemacht haben. Etwas, klug im Sinne von selbstempathisch. Ja, also wir können empathischer mit uns selber sein. Wir können uns selber Verfahren liefern, Verfahren bauen, mit denen es uns selber besser geht, wo es uns mit uns selbst besser geht, miteinander besser geht, mit unserer Gesellschaft besser geht. Das ist machbar, ist möglich. Es wäre halt jetzt überfällig aus meiner Sicht. Es wäre so richtig, richtig, richtig dran. Und ich finde, dass eben auch eben die Corona-Krise das wieder überdeutlich zeigt, dass wir das dringend brauchen, dass wir weder mit autoritärem Paternalismus noch mit anomischer Aristokratie, also mit Politik vorspielen, vortäuschen, aber dann in Wirklichkeit doch nicht wirklich Entscheidungen treffen. Beides geht nicht. Beides ist katastrophal schlimm. Ich glaube wirklich für alle Beteiligten an diesem Spiel, für alle ausnahmslos, ist das ein Scheißspiel, das besser geht, das demokratischer geht. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortienda.